So, jetzt sind wir angelangt bei dem Kanal von Alexanders Filmbude, ja. Um mal so ein bisschen wieder Alexander mal so ein bisschen in diesem Ton zu reden. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, kann es nicht ganz gut nachmachen. Ist auf jeden Fall auch ein Film-YouTuber, den ich sehr gerne schaue. Er ist ein cooler Typ so. Er hat einen ganz ordentlichen Filmgeschmack, muss ich sagen. Ich gehe oft mit ihm konform, was Filme angeht. Auch zum Beispiel erinnere ich mich jetzt da gerade an X-Men Days of Future Past, wurde ja von vielen Heinis hier aus der Film-Community schlecht bewertet. Und der Alexanders Filmbude war somit der Einzige, der gesagt hat, Leute, ist ein super Film. Da muss ich auch sagen, sehr schöner Film, sehr gut gefilmt, absolut top produziert gemacht. Und auch vom Inhalt, da ist mal richtig Substanz dahinter. Bei dem Film ist mal richtig Inhalt, mal ein bisschen was zum Nachdenken, ja. Und mal ganz im Gegensatz so zu vielen Marvel-Studio-Filmen, die halt einfach immer oberflächlich sind. Es werden immer so One-Liners, Jokes irgendwie immer auf Teufel komm raus gerissen. Flache Handlung, absolut dämliche Bösewichte, ohne irgendwie viel Charakter, also alles ganz oberflächliche Popcorn-Filme, sage ich mal, mit auch sehr fragwürdiger Cinematografie, also was heißt fragwürdig, aber ich sag mal so auf dem Level eher von TV-Filmen, also viele Marvel-Studio-Filme wirken für mich eher wie TV-Filme, die ein richtig hohes Budget haben, als jetzt, sage ich mal, irgendwelche richtigen Kinofilme, wie zum Beispiel X-Men Days of Future Past, der halt auch kameratechnisch und so, wo da wesentlich mehr Power hintersteckt als bei den meisten Marvel-Studio-Filmen. Da wollte ich jetzt einfach mal so einen kleinen Rant hier kurz an der Stelle loswerden. Ist vielleicht auch ganz interessant für euch, dass ihr mich ein bisschen besser kennen, lieben oder auch hassen lernt, ja? So, jetzt haben wir den Kanal von Mr. DVD-Channel. Ja, ist ein guter Typ, muss ich sagen. Hat eigentlich, sage ich mal, so eine, ja, recht, also, so eine recht normale Sammlung, sage ich mal. Also, jetzt keine großen Ausschläge jetzt in irgendeine Richtung, sondern mehr so, ja, so die gediegenen Filme, sage ich mal. Aber finde ich gut. Er hat auch viele Filmklassiker, was ich hier leider auch sehr schmerzlich auf YouTube vermisse. Ich gucke selber sehr gerne Filme aus den 40er und 50er Jahren. Und er ist somit einer der wenigen, der auch mal so ein paar alte Filmklassiker am Start hat, was ich ein bisschen schade finde und auf jeden Fall auch ein interessanter Kanal, kann man gut zugucken. Was ich ihm allerdings ein bisschen übel nehme, ist, dass er so die Adam Sandler Filme irgendwie oder zumindest den einen oder anderen Adam Sandler Film oder auch die eine oder andere oberflächliche Komödie am Supporten ist. Da kann ich nicht so zutasseln, da kann ich nicht so unterschreiben, ja, aber gut, jeder wie er will, so. Grüße gehen raus an Domi 1979. Du bist fast so alt wie ich, aber das nur am Rande. Jetzt kommen wir zu dem Kanal von Melli Haturu. Ja, das ist hier aus der Liste die einzige YouTuberin, die ich bis jetzt im Real Life getroffen habe und die ich auch selber abonniert habe und halt die Videos richtig mag. So, ich war auch selber ein bisschen starstruck, ja, als ich sie auf der German Comic Con getroffen habe, als sie auf einmal so im Real Life vor mir steht. Ich kenne das ja normalerweise nur selber, wenn Leute auf mich zukommen, weil sie mich aus Videos kennen. Und das war eigentlich jetzt mal so, da war jetzt war mal so ein bisschen umgedreht für mich. So, war sehr interessant und ich hatte auch ich, so ein bisschen, ja, Panik kann man nicht sagen, aber ich dachte mir so, oh, ich dachte mir, sie kennt nur meinen Hut-Hustler-Hans-Kanal und nicht meinen normalen und dachte, ich müsste jetzt irgendwie erstmal groß was erklären oder so, weil ich mich ja schon bemühe, irgendwie als Hut-Hustler-Hans halt real rüberzukommen und da könnte es natürlich dann mal jetzt im wirklichen Leben vielleicht so Kommunikationsschwierigkeiten geben, wenn man dann auf einmal jetzt nicht als Hut-Hustler-Hans vor einer Person steht. Aber das ging zum Glück. Also es war, hat mich echt gefreut und ich kann den Kanal von der Melli auch nur empfehlen. Sie macht sehr, ja, sehr schöne Videos, auch gut produziert, informativ, interessant. Es dreht sich besonders um Harry Potter, aber auch Doctor Who und Hobbit, Herr der Ringe, Kram und die eine oder andere Fernsehserie noch. Also es ist sehr interessant, wenn ihr halt darauf steht, so solltet ihr den Kanal auf jeden Fall abonnieren. So, dann lebende Leiche 671902. Danke für dein Abo. Dann Robins Film Lounge.
Ja, ein YouTuber auch, mit dem ich nicht so viel anfangen kann, muss ich ehrlich gesagt sagen. Er ist auch jemand, der meistens so seine Rebuy-Filme in die Kamera hält und dazu was erzählt. Die Filme sind auch alle so ziemlich belanglos eigentlich so, finde ich. Es sind auch so viel seichte Komödien dabei oder auch so Serien wie Scrubs oder was weiß ich, Big Bang Theory. Da kann es schon nicht mal richtig aussprechen, ja, weil ich habe auch noch nie eine ganze Folge davon gesehen. Ich kann einfach mit diesem Kram nichts anfangen. Auch Two and a Half Men oder so. Und das scheint so eher so sein Style zu sein. Und ja, ist halt nicht meine Welt. Auch so, was mich auch mega nervt bei seinen Videos, ist, dass er immer so eine dudelige Hintergrundmusik ziemlich laut hat, während er redet. Und das ist auch so eine, ich glaube, so eine Beauty, also so eine Musik, die eigentlich so Beauty-Gurus unter ihren Videos haben, wenn sie sich schminken. Also es sollte man vielleicht nochmal überdenken, so. Ja, dann Jack Hayes Forever 01 ist auch, ja, was soll man sagen, Blockbuster-Filme, Transformers ist ja, glaube ich, ein großer Fan von, womit man mich auch jagen kann. Dann Fluch der Karibik und solche Sachen, aber auch irgendwie diverse Horrorfilme, so, es ist so sein Style. Er macht Videos vor der Webcam, raw und uncut, könnte man jetzt sagen, also Quality ist ziemlich low, aber er ist halt einfach ein Typ, der so ist, wie er ist und der halt einfach so die Videos macht, wie er macht, und das respektiere ich auch, und deswegen würde ich ihn jetzt hier an der Stelle auch nicht fronten. Dann Julian Sommer, hier Respekt an dich, dass du mich abonniert hast. Dann der Kanal von der Comica heißt da. Ja, auch irgendwie so ein Comic-Typ, der im Comic-Business tätig ist. Allerdings, die Videos sind sehr breit gefächert. Es ist auch gar nicht so viel Comic-Zeug dabei. Es sind viele kleine Videos. Ich bin auch nicht so ganz hintergestiegen, also was so der Style ist. Ja, ich kann den Kanal nicht so ganz durchleuchten. Aber so als Typ, er ist auf jeden Fall ein schlauer Typ, so, den man ernst nehmen kann, wo man auch die Videos sich durchaus ansehen kann, wenn man halt ja, was mit der Materie anfangen kann, sage ich jetzt mal. Dann kommt Johannes Steffen, Shoutouts, Marco Siegfried, danke für dein Abo. Dann gucke ich mal hier, A Heart Like Candles, auch danke, Günther Müller, danke, Super Duperman hat nur ein Comedy-Video auf seinem Kanal, kann ich jetzt auch leider nicht wirklich viel zu sagen, und Christian Stender. Danke für eure Abos. Ja, Freunde, ich weiß, das Video ist jetzt schon ziemlich lang geworden und es wird noch länger, denn jetzt kommen wir zu dem letzten YouTuber, den ich hier besprechen möchte, und zwar ist das Slay McWoss. Ja, hier muss ich aufpassen, über den könnte ich eigentlich schon 15 Minuten Video alleine machen. Es ist, sage ich mal, einer meiner Lieblings-YouTuber hier in der Film-Community. Allerdings könnte ich auch bei so gut wie jedem Video, was er macht, ein Video selber machen, wo ich halt gegenteiliger Meinung bin und ihm das mal verklicker so. Also, ja, wie soll man ihn einordnen? Ich sag mal so, es ist jemand, der gerne einfache Filme mag. Filme, wo es klar Gut und Böse gibt. Filme mit viel Action. Und Filme, sag ich mal, die nicht viel Raum für Eigeninterpretation zulassen. Also, sie müssen ein klares Ende haben. Und ja, schön und gut. Das möchte ich jetzt ja auch gar nicht irgendwie schlecht reden oder so. Jeder hat seinen Filmgeschmack. Was mich allerdings stört, ist, dass er ständig sich aufregt, wenn der Film halt nicht so ist, ja, wenn er halt nicht so diese Schemata beinhaltet und dass es dann gleichzeitig halt ein schlechter Film ist. Und es werden auch oft Leute angegriffen, die anderer Meinung sind, oder auch Leute zum Beispiel, die gerne Arthouse-Filme gucken oder die Transformers-Filme schlecht finden. Ja, weil ich sage, also er sagt dann, die Leute, die Transformers-Filme nicht gut finden, das sind Leute, die keinen Spaß verstehen, ja, oder die Filme, die keinen Spaß an Filmen haben können. Und das geht mir gar nicht so. Ich finde die Transformers-Filme fürchterlich. Ja, sind eine Quälerei. Gerade der letzte, der war ja auch mega lang. Und das durchzustehen, es ist ja teilweise nur so, als ob man eine Computerspiel-Demo sich angucken würde, wo sich irgendwelche Roboter da bekämpfen. Und da fühle ich mich dann persönlich auch irgendwie angegriffen, wenn mir dann unterstellt wird, ich würde jetzt an Film keinen Spaß haben oder könnte mich locker machen. Genauso wie halt gesagt wird, dass Leute, die halt Arthouse-Filme gucken, dass die irgendwie alle verkrampft sind. Oder dass man jetzt zum Beispiel
dass zum Beispiel alles irgendwie nur so Gedudel ist, was keine Substanz hat oder nur langweiliges Gelaber oder so. Ich meine, ich sag mal so, es gibt schlechte Arthouse-Filme, es gibt gute Arthouse-Filme, es gibt schlechte Actionfilme, es gibt gute Actionfilme. Und da finde ich ihn halt eigentlich ziemlich verbohrt und es regt mich oft auf. Es ist auch öfters so, dass er irgendwelche Filme anpreist, von denen ich noch nie was gehört habe. Und dann gucke ich mal auf der IMDb und da haben die Filme da vielleicht 4 oder 5 Punktebewertung und da denke ich mir auch so, ja, okay, ne, ist in Ordnung so. Also ich sag mal so, ich nenne ihn jetzt mal liebevoll der Meister der Gurkenfilme. Er steht halt auf viele Filme, wo ich sagen würde, nee, danke, lass mal, muss ich mir das gar nicht angucken. Hört sich jetzt vielleicht auch vermessen an, aber Leute, ich bin auch, aber auch ein gewisses Alter, ich habe nicht so viel Zeit mehr in meinem Leben und es gibt viele Filmklassiker, die ich dann gerne noch mal reinziehe, wo ich auch weiß, dass sie wirklich gut sind, anstatt jetzt, was weiß ich, irgendwie einen Film aus dem Teddy, sage ich jetzt mal bewusst ganz abwertend. Aber ich finde die Videos von dem Slade, also ich finde, er ist ein guter Typ so, auch was mir nicht gefällt, wenn er in seinen Videos manchmal anfängt rumzuschreien und Leute zu beleidigen, jetzt vielleicht nicht mal so spezifisch Leute, sondern so imaginär irgendwie irgendwelchen Leuten zu sagen, ja, fügt euch die Arschlöcher und irgendwie sowas, es ist nicht mein Style, könnte man sich sparen, weil er ist ein guter Typ, er ist ein dufter Typ, so, er ist auch ziemlich locker drauf und ich finde, er sollte vielleicht mal Sachen nicht ganz so verbissen sehen oder auch vielleicht nicht der Meinung sein, dass seine Meinung immer nur die einzige richtige ist. So, ja. Das nur vielleicht mal so am Rande. Ansonsten kann ich euch den Kanal empfehlen. Die Videos sind sehr vielfältig. Man merkt, er macht das, worauf er Bock hat. So, finde ich gut. Und ich gucke mir eigentlich auch alles von ihm gerne an. Auch sehr interessant sind die langen Einzelreviews. Zum Beispiel auch bei Daniel der Zauberer. Auch sehr lustig so. Und die Mystery-Unboxings finde ich besonders gut, halt, wenn er irgendwelche Sachen auspackt, die dem Zuschauer zuschicken. Ist unterhaltsam, finde ich, gucke ich mir gerne an. Und ja, wie gesagt, bei diesen Feedbacks und so, wenn er halt über Filme redet, dann habe ich halt schon manchmal das Bedürfnis, da selber mal ein Video zuzumachen und mal zu sagen, was los ist, auch wenn... Was fällt mir jetzt ein? Zum Beispiel Freitag der 13. Da soll das Remake seiner Meinung nach der beste Film von der gesamten Serie sein. Da sind so Aussagen, da möchte ich jetzt eigentlich gar nicht noch was zu sagen. Das wäre so, wie wenn mir jemand sagt, DJ Bobo ist hier der krasseste Turntable-Wizard oder was weiß ich oder... keine Ahnung, Blümchen ist die beste Sängerin auf der Welt oder irgendwie solche Aussagen. Möchte ich dann gar nicht, habe ich gar nicht das Bedürfnis, noch was zu sagen. Und wo ich jetzt schon mal dabei bin, ich weiß, also ich könnte jetzt einen riesen Fass aufmachen, wenn ich jetzt hier mal anfange. Wie gesagt, ich könnte praktisch zu jedem Video, was er macht, wo er filmgeschmacklich, da könnte ich gegensteuern, ja. Aber okay, es ist okay, wenn jeder seinen Geschmack hat, aber wie gesagt, was ich nicht mag, sind diese Verurteilungen, so dass da vielleicht mal so ein bisschen zurückschrauben, dann würdest du mir auch noch ein bisschen sympathischer rüberkommen, wobei du es natürlich nicht machen musst. Kannst natürlich auch so weitermachen, wenn dich das glücklich macht, ist auch okay, nur so vielleicht mal ein kleiner Denkanstoß meinerseits. Ja, Freunde, ich weiß, das Video mega lang, Hutaslanz hat hier alles auseinandergesprengt. Wenn ihr euch das Video bis zum Ende angeguckt habt, Leute, Freunde, ich muss es euch sagen, ihr habt kein Leben, ja, genau wie ich, der dieses Video hier produziert hat. Insofern gehen wir Hand in Hand zusammen. Ich mache mir jetzt nicht die Mühe, hier alle Kanäle zu verlinken. Allerdings könnt ihr gerne in die Videokommentare schreiben, wenn ihr fragt, Hans, wie heißt denn jetzt der ein oder andere Kanal? Wie ist denn da der Link zu, wovon du geredet hast? Poste ich euch dann gerne als Antwort. Und in die Kommentare rein, kein Problem, Freunde. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und nehmt die Kritik bitte jetzt nicht persönlich. Die ist jetzt halt nur auf euren YouTube-Content zu beziehen und jetzt nicht auf euch selber als Menschen. Das würde mir hier überhaupt nicht in den Sinn kommen. Ja, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war informativ. Für euch könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten, Freunde, ich sag mal,
haltet euch bereit für das 100-Abonnenten-Special. Ja, wenn ich die Marke geknackt habe, dann bin ich natürlich over the top. Dann wird hier YouTube richtig abgerockt. Dann mache ich natürlich auch ein fettes 100-Abonnenten-Special, was sich gewaschen haben wird. Darauf könnt ihr euch verlassen, Freunde. Ihr kennt euren Hutaslans, ja. Ein Mann, ein Wort. Ich bin real im Game. Alles klar. Ich würde sagen, habt noch einen schönen Tag, Freunde. Bis zum nächsten Video. Peace.